Hi und willkommen zu Folge 19 von Bin weg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich starte mit dieser Folge eine kleine Reihe mit Athleten der Boulder Bundesliga. Ich war beim Bundesliga-Finale in Hamburg und habe einige Boulderer und Boulderinnen getroffen und mit ihnen ein paar kurze, knackige Porträts aufgenommen. Die Themen sind ihre Motivation zu bouldern, was sie tun, um besser zu werden und wie sie trainieren. Ich will die Reihe starten mit Valentin Lemouton. Valentin ist der diesjährige Gewinner in der ersten Liga. Mehr zu ihm hörst du gleich. Bevor es aber in die Folge geht, kurz etwas in eigener Sache. Bei mir und bei Bin weg Bouldern steht eine große Veränderung an. Ich werde mich ab Januar 2019 selbstständig machen, unter anderem mit diesem Podcast. Und ich möchte dich darum bitten, mich zu unterstützen. Wie? Indem du Bin weg Bouldern Supporter wirst. Mit einem monatlichen Beitrag deiner Wahl unterstützt du meine Arbeit und bekommst dafür Extras und Goodies von Bin weg Bouldern. Zum Beispiel werde ich allen Supportern vorab sagen, wer meine kommenden Interviewgäste sind und ihr könnt mir dann Fragenvorschläge für diese Gäste schicken. Was es noch alles gibt und wie das Ganze funktioniert, das erfährst du natürlich auf meiner Webseite binwegbouldern.de oder unter dem Link in meinen Shownotes. Also wenn du mich unterstützen magst, dann schau da mal vorbei. Ich danke dir. Und jetzt ab ins Porträt von Valentin Lemouton. Hallo, ich bin Valentin. Ich komme aus Frankreich, bin seit 5 Jahren in Deutschland. Ich bin 29, wohne in Paderborn. Mein Heimathalle ist Blockbuster. Da wurde eine Station organisiert für die Boulder Bundesliga. Und ich arbeite in dieser Halle als Mädchen für alles, kann man sagen. Wie hast du mit dem Bouldern angefangen? Das Bouldern habe ich entdeckt durch meinen Vater. Also ursprünglich bin ich eigentlich ein Kletterer, eher draußen. Der hat angefangen mit Klettern, als ich 10 war, und dann habe ich mitgemacht direkt. Ich fand das eigentlich super cool. Ich habe viele Freunde kennengelernt und deswegen bin ich immer dabei, weil die Leute da super, super nett sein und gleiche Leidenschaft haben. Es ist eine Sucht eigentlich. Also wenn ich 2, 3 Tage Pause, muss ich auf jeden Fall bouldern. Ich mag diese Gefühle. Ich mag Schock auf die Hände zu haben. Was war dein Lieblingsmoment bei der Boulder Bundesliga? Die Lieblingsmomente bei der Boulder Bundesliga? Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Letztes Jahr Finale, Dritter geworden. Große Überraschung für mich. Es war ein super Moment. Ich bin da ohne Druck geklettert und eigentlich nur Spaß gehabt. Und noch dazu, den Treffchen war richtig cool. Was hat dich zu einem besseren Boulderer gemacht? Erstmal draußen bouldern. Das ist also eine ganz andere Sache. Da werden nicht die Boulder unbedingt ergonomisch geschraubt. Das ist einfach da. Die Tritte, das ist keine rote, blaue Tritte. Das ist einfach der Stein, der da ist. Und er gibt Möglichkeit zu klettern. Und schwerer es wird und schwieriger es wird, die Griffe und Tritte zu finden. Und das macht, finde ich, auf jeden Fall besser, weil ja, man muss ein bisschen durchgucken, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und das hat mich auf jeden Fall viel geholfen beim Klettern. Die Freunde, das war auch eine große Sache. Seit ich angefangen habe, meine besten Kumpel sind Kletterer. Und wir waren einfach 7 Tage die Woche zusammen. Und wenn man Spaß hat, ist man guckt nicht, ob das anstrengend war oder zeitaufwendig war oder auch, ob das Geld kostet, wirklich. Man erlebt schöne Momente zusammen und das ist sehr cool. Fällt dir noch was ein, was dich besser gemacht hat? Dein Alter. Dein Alter? Ja. Deine Erfahrung? Erfahrung, ja. Man ist nicht so fit wie früher und man muss kleine Tricks finden. Mehr Technik, Bewegungspalette ist auch viel größer geworden. Ja. Also man ist weniger überrascht von manchen Zügen. Also Erfahrung macht alles, finde ich, beim Bouldern oder Klettern. Ja. Wie trainierst du? Ich trainiere gar nicht eigentlich. Ich schraube, bouldere
ich spiele. Wenn ich in die Halle fahre, das ist zum Spielen und das ist nicht zum Trainieren. Ich finde, es bringt mich weiter, als 3 Stunden Trainingssäcke zu sein und keinen Spaß zu haben. Ich muss Spaß haben, um stärker zu werden. Ich bin auch Trainer, also ich mache das mit meinen Kiddies eigentlich, aber allein, ich bin, glaube ich, zu voll dafür. Was willst du noch erreichen? Ich will gerne, dass meine kleine Tochter mit mir draußen klettert, bouldert später. Sie will, dass ich also genauso viel Spaß wie ich beim Bouldern oder Klettern hat. Aber wenn es nicht der Fall ist, es ist auch in Ordnung. Ja, sie wird auf jeden Fall in die Halle kommen müssen am Anfang. Aber immer noch, ja, sie muss noch Spaß haben. Das war Valentin Lemoton, Boulder-Bundesliga-Athlet. Und dieses Jahr hat er den ersten Platz in der ersten Liga gemacht. Gratulation nochmal dazu. Und vielen Dank, Valentin, dass du kurz Zeit hattest für meinen Podcast. Du findest Valentin bei Instagram und Facebook. Die Links dazu gibt's in den Shownotes und auch das Video vom Bundesliga-Finale. Und wie gesagt, es ist jetzt eine kleine Reihe von Porträts, die in den nächsten Tagen auf dich zukommt. Und möchtest du darüber auf dem Laufenden bleiben, dann abonniere einfach meinen Podcast, folge mir bei Instagram, Facebook oder Twitter. Und wenn du Binweg Bouldern auch finanziell unterstützen magst, dann freue ich mich sehr, dich als Supporter zu begrüßen. Wie das genau geht, erfährst du jetzt auf binwegbouldern.de oder in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Juliane mein Name und ich bin Binweg Bouldern.